Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute machen wir eine der etwas schwierigeren Challenges, zumindest für mich. Wir spielen nämlich so, dass ich ins Zimmer stellen muss, aber ich habe meinen kompletten CC rausgenommen. Das heißt, ich kann nur mit den Sachen von Maxis selbst spielen und es wird schrecklich. Ich habe mir dieses Model schon mal rausgesucht. Ich werde noch minimal was ändern. Also zuerst möchte ich sie noch mal ein bisschen mehr so machen und so. Ein bisschen so. Das gefällt mir schon gut. Ein bisschen Booty. Ein bisschen Bubi. Sehr schön. Ich hoffe, wir finden was, was ihr gut passt. Ihre Augenbrauen hätte ich gern auch ein bisschen anders. Die gefallen mir sehr gut. Die sind sehr schön. Ich hätte gerne andere Augen. Ich habe natürlich trotzdem noch meine Mods drin. Ja. Weil warum nicht? Die sind schön. Aber vielleicht in so einem Blau. Ja, das hier finde ich sehr schön. Ihr Profil finde ich schön. Das lasse ich, glaube ich, einfach so. Ich habe keine Skin Details. Hilfe! Wie soll man das denn machen ohne? Oh, das ist süß. Das kann man machen, glaube ich. Das nicht. Dann geben wir halt einfach Sommersprossen. Ist süß. Sie kriegt so Hasenzähnchen, weil das ist auch süß. Ich hätte gerne die kleineren Hasenzähnchen, die von Piki Pikachu. Die wären so süß. Ah, aber die habe ich nicht. Das ist jetzt schon Stress pur für mich. Okay, suchen wir eine Frisur, die ihr stehen wird. Hilfe. Aber wir haben mittlerweile zumindest relativ viel Auswahl. Wir werden schon irgendwas finden, was nicht bad aussieht. Ich habe übrigens noch nicht Strangerville. Ich kaufe mir das, wenn es irgendwann im Angebot ist oder ich es irgendwo günstig finde. Weil, ich bin jetzt nicht der größte Fan von dem Spielprinzip und so. Aber es sind trotzdem ein paar coole Items dabei, die ich haben möchte. Wie zum Beispiel die eine Frauenfrisur mit den zwei Zöpfchen. Die finde ich sehr süß. Die würde ich gerne haben. Aber, ja. Es lohnt sich nicht, 20 Euro dafür auszugeben, jetzt nur, weil ich diese Frisur zum Beispiel haben möchte. Es ist so schwer, ich finde nichts, wo ich mir denke, ja, das braucht sie, das muss sie tragen, so. Hilfe, wie macht man das? Ich brauche meinen Custom-Content, wie wär's? Das, finde ich, sieht süß aus, das gebe ich ihr jetzt einfach. Das wird schon okay werden, ja. So kleine Kügelchen als Ohrringe sind doch auch süß. Nehme ich. Vielleicht gebe ich ihr eine Kette, aber wir gucken erstmal, was sie überhaupt für ein Outfit dann kriegen wird. Dann kriegt sie den einzig guten Blush. In der Farbe. Das steht ihr gut. Ja! Das finde ich eigentlich als Make-up so ganz gut. So einfach nur einen Lippenstift drauf. Es ist so, so schwer einfach. Aber ich glaube, ich nehme das hier. Weil, keine Ahnung, das finde ich halt noch so ziemlich cool. Die anderen sind irgendwie nicht so das, was ich erwarte. Irgendwie. Also, an ihr zumindest. Also, ich meine, es gibt viele schöne Sachen und so, aber irgendwie, das ist jetzt so das, was ich an ihr sehe. Dann halt so eine Jeans dazu. Aus Dschungelabenteuer. Nice. Ich finde Dschungelabenteuer sowieso richtig cool als Pack. Da sind sehr coole Kleidungssachen und so dazu gekommen. Und ja, diese Hose gehört auf jeden Fall dazu. Das ist eine der coolsten Hosen, die irgendwie dazugekommen sind. Was ich auch cool als Hose fand, war zum einen die hier. Die ist zwar leider nur so, das mag ich ja nicht so. Aber die hier ist auch richtig nice. Ich bleibe aber bei der hier. So, ich finde die Schuhe dazu auch sehr passend. Hat halt auch ein bisschen die Farben hier vorne mit drin und so. Ich bin ganz gut im Stylen, oder? Findet ihr nicht auch? Gut, ich habe ihr dann noch diese Armbänder gegeben und... Ja, ich gucke nochmal bei den Tattoos, ob da irgendwas bei ist, wo ich mir denke, so, ja, yes, girl. Nö, habe nicht gefunden, wo ich dachte, ja, yes, das brauche ich jetzt für sie. Mir gefällt sie gut, ich finde sie süß. Auch wenn sie ohne Custom Content ist, aber es war sehr, sehr schwer für mich und es hat viel zu lange gedauert dafür, dass ich nur ein Zimmer erstellt habe in ihrer Alltagsform. Aber sie ist doch ganz süß geworden, finde ich. Ich hoffe, euch gefällt sie auch. Und wir sehen uns dann bei einem anderen Video wieder, beim nächsten Mal bestenfalls. Bis dahin und tschüss!